So, mit diesem Labyrinth kenne ich mich null aus, weil Link's Awakening NX, das gab es ja nur auf der Game Boy Color Version, habe ich nicht gespielt. Ich habe nur das originale Spiel gespielt und da gab es den Raum nämlich nicht. So. So, jetzt kann ich mich, also Rote würde ich, muss ich den ansprechen. Ne? Das ist hier der Labyrinth der Farbe und wir sind seine Hüter. Ohne Zauberpulver wirst du hier nicht weit kommen. Du musst nur etwas sagen, dann verkaufe ich dir welches. Hast du Zauberpulver dabei? Nein, dann kehre um. Ich verkaufe Zauberpulver 20 Pro. Wie haben wir überhaupt? 35, also ich denke mal, das müsste reichen. Also brauche ich jetzt Zauberpulver schon mal. So. Jetzt fängt es ja schon mal an, das ist das. Muss ich wahrscheinlich hier erstmal nur besiegen, gut. Zauberpulver. So, jetzt bin ich gespannt, was mich hier erwartet. Auf jeden Fall kommen wir erstmal weiter. Und jetzt haben wir auch keinen Schnabel, oder? Statue, ja. Ich glaube, das kann ich ja erstmal lassen, weil wie soll ich das rauskriegen, was ich hier machen soll? Das. Die Schatzkammer des Labyrinth der Farbe. Genau, Money, 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 Money. Jo. Besten Dank auch. So, das muss man ja wieder dort erstmal auslassen. So, was macht der Gesellige, Alter? Oh, was ist denn das? Kann ich den vielleicht einen Bogen treffen oder so? Den kann ich überhaupt nicht treffen, Alter. Doch so. Den muss ich ja. Muss ich alle kaputt machen? Ich glaube, ich muss sie alle kaputt machen, ne? Ach du liebe Scheiße. Der bleibt, wenn ich da drauf springe, bleibt er auch nicht stehen. Boah, was, ey? Ich glaube fast, ich muss die alle kaputt machen. Ich nehme es jetzt einfach mal an. Ich hoffe es mal. So, wie mache ich das jetzt hier? Also, da muss ich ein Herzen liegen lassen. So. Scheiße. Ich hoffe, ich mache das jetzt hier nicht umsonst, ey. Mann! Das lässt sich, glaube ich, nicht verhindern, ey. Das hat nichts gebracht, willst du mich forschen? Ach, als ob, Mann! So, die muss ich irgendwie. Komm mal, die. Okay, ja, ja. Der eine ist aber dann. Muss ich da erinnern. Hängt er da in die Ecke? Wie soll ich denn das jetzt machen? Ach komm, was ist denn das, ey? So, den haben wir. Okay. Alles solche Farbenrätsel hier. Das ist auf jeden Fall schon mal interessant. Ich hoffe, ein Schnabel. Ein Schnabel, da könnte man eigentlich nochmal zurückgehen. Diese Schleimis hier. Ich hoffe, die muss ich nicht in einer bestimmten Reihenfolge besiegen. Oh, Herzen sind sehr gut hier.
Nö, nee, anscheinend nicht. Also die sind anscheinend egal, wie ich die besiege. So eine Kiste, gut. Wenn das hier nichts zu sagen hat. Kleinen Schlüssel. Ach, das ist so eine Wendeltür oder was? Na toll, da hätte ich da vorhin rennen können. Jetzt würde ich aber erstmal zurück zu diesem hier, was er mir jetzt zu sagen hat. Jedes Feld muss ein Viereck sein. Jedes Feld muss ein... Also vier Gleichfarbige sozusagen. Jo. Also jetzt immer, wenn so eine solche Farbendinger kommen, muss immer vier gleiche Farben sein. Kompass, okay. Das können wir ja nur durch die Schlüsseltür gehen, ja. Ist auf jeden Fall interessant, ein Boss. Ach du liebe Scheiße. Gieriger Narr, du willst mehr Stärke? Ein Tölpel wie du sollte aufgeben und zurück nach Hause gehen. So, irgendwas mit diesem... Was mit diesem... Stacheln, so muss ich machen. Scheiße, ich brauche eine Fee. Mann! Boah, ey, da war nicht so einfach, ey. Schnell empfangen. Oh ne, ich kann doch eher Juckle nehmen. Ey! So. So, so ein Scheiß hier. So. Da ist ein, was drunter. Ach, links? Ach du Scheiße, muss ich jetzt auch hier alles im Viereck sind? Jedes Feld muss ein... Ach du Liebe. Boah, war einfacher als ich dachte. So, und jetzt... Das ist auf jeden Fall auch nicht so einfach, das Dungeon. Das ist das Schwierigste. Vielleicht auch, weil ich es halt nicht kenne. Und toll, jetzt bin ich umsonst hier hergegangen. Muss ich das jetzt nochmal machen, das? Das hier? Ja, das war jetzt übel scheiße, wenn ich das jetzt nochmal machen müsste. Oder ich irgendwann drauf. Oh, jetzt sei Dank nicht. Das wäre richtig fies, ey. So, hier gibt's eine. Gab's denn nicht eine Kiste? Freilich. Muss ich alle besiegen. Ne? Ja. Ja, ich hab doch einen Kompass, warum hat das jetzt nicht gepiept? Dass hier eine Kiste ist. Die Karte, gut. Oder ich hab doch einen Kompass bekommen. Das hätte dem Jockey ein Signal gemacht. Auch da links ist der Boss. Dann kriegen wir den Schlüssel erst viel später. So. Oh, du Scheiße. So, den blauen können wir gleich darin machen, genau. Und den gelben. Den roten. Genau. Komm, greif mir an. Jau. Und jetzt kommen wir da schon links lang, wo ich vorhin war. Warte mal, nee, kommen wir noch nicht. Hier ist noch eine ganze Ebene, wo ich noch nicht war. Was war denn hier? Warum war ich denn hier nicht lang? Da muss ich auch noch gucken, weil ich komme jetzt hier... Weil ich komme da eh noch nicht lang, weil... Ich habe ja auch noch keinen Boss-Schlüssel.
Dann bringt mir das hier noch gar nichts, wenn ich da lang gehe. So, jetzt nach rechts in dem Rohr. So, dann kommt er nicht nochmal. So, jetzt will er nach rechts. Hey, warum bin ich denn nicht weiter hier? Was war denn da? Bin ich da nicht nach oben hier? Okay, da habe ich das vergessen. Muss wohl ein Viereck sein, ja, wie ich dich kenne. Ja, na super. Ich mach das irgendwie nach freier Schnauze, aber so richtig verstehe ich es nicht, wenn das wechselt, ja. Oh, gut. So, zwei Schlüssel. Diese Schleimis hier. Oh, dass ich die nicht irgendwann in der Reihenfolge besiegen muss. So, erster Schlüssel. In den zweiten bauen wir bei hinten, wo der Boss ist. Noch ein Boss. Unterschätzt mich bloß nicht. Dein Mickey-Schwert ist ein Witz. Warte mal. Achso. Deswegen haben sie gesagt, du brauchst sie noch. Deswegen haben sie gesagt, du brauchst sie noch. Deswegen haben sie gesagt, du brauchst sie noch Pulver. Was ist das? War schon. Ah, deswegen haben sie gesagt, dass ich hier noch Pulver brauche. So, die sack ich auch noch ein. So. Zwei Feen, da sind wir schon mal sehr gut ausgerüstet. So, und das müsste. Ja, das ist einfach hier. Das müsste der Boss. Schlüssel sein. Jo. Der große Schlüssel. Dann gehen wir mal ab zum Boss. Wahrscheinlich brauchst du beim Boss auch nochmal das Pulver. Aber trotzdem mit 29 Stück. Das müsste auf jeden Fall reichen. Ich möchte schon Jan so unverletzt wie es geht zum Boss kommen. So, wo ich, warte mal. Nach oben und dann zweimal nach links. Einmal. Mann. Die Viecher hier mich auch gar nicht auf den Sack, ey. So. Lass mich doch noch mal ein bisschen. Ein paar Herzen hier drunter. Verschwindet das Teil? Jetzt habe ich auch ein bisschen. Sehr gut. Naja, das wird bis zum Boss wird das nicht mehr so. So. Ja, wir drauf stehen, oder? So. Ein bisschen Boss ist es schon abgelaufen. Wir sind ein komisches Vieh. So ein Schalterviech. Alles gut, mir kann nichts passieren. Chromak-Walle. Ablenkungsmanöver schotten. Vergiss es, dein Ablenkungsmanöver. Das war easy. War das doch schon der Boss? Das war noch. Weil ich jetzt einen Savepoint kriege. Oh Mist, ja, jetzt müsste ich hier die Tunika bekommen, oder?
genau. Sei gegrüßt, Link. Unglaublich, dass du es bisher geschafft hast. Ich verleihe dir die Macht der Farbe. Für den Angriff wähle Rot. Für die Verteidigung wähle Blau. Was möchtest du? Keins davon. Ne, ich habe ja gesagt Rot. Also Angriff stärker würde ich gerne haben. Also Rot. Möchtest du wirklich das rote Gewand? Ja. Ich verleihe dir nun die Macht der Farbe. Jo. Schließe deine Augen. Okay. Du trägst das rote Gewand. Du strotzt nun vor Kraft. Dann sende ich dich nun zurück. Jo. Sehr stylisch hier, das rote, die rote Tunika hier, Link. So. Das Link hier, der Boss, Junge. So, was können wir jetzt noch machen? Wir können höchstens Labyrinth der Farbe. Können wir zum Zoodorf gehen. Ja, ich hab doch. Und die eine. Wenn für Dungeon, weiß ich nicht. Zoodorf. Das Tauschgeschäft könnten wir noch weiterführen. Hier war der Bär. Irgendwo war dieses Mädel. Ne, da war der Bär. Oh, wo war die denn nochmal? In dem Blumenladen hier? Ich glaube hier. Ne, da war das Krokodil. Irgendwo war die diesen Hibiskus braucht. Oh, wo? Die, glaube ich. Oh, wie entzückend von dir. Du hast mir einen Hibiskus mitgebracht. Wenn du so ein Kavalier bist, könntest du mir einen Gefallen tun? Ja. Könntest du für mich einen Brief zu Dr. Wright bringen? Oh, den kennen wir schon. Da waren wir schon mal. Er lebt am Rand des Sauerwalds, bitte. Dem, den nie einer einen Brief geschrieben hat. Jetzt hat er einen Brief von der Ziege, dem wir den übermitteln können hier. Und endlich bekommt er mal einen Brief zugesandt. So, da kommen wir gleich mal hin. Da kann man das Tauschgeschäft ein bisschen fortführen hier. So, ja, gibt's hier keinen Teleporter hier so in der Nähe? Ein bisschen vom Teich aus und dann hier links lang. Ja. So. Das ist der beste Weg, würde ich sagen. Einfach nach links hier. Ja, jetzt können wir die auch mit Aim-Schlacht killen. Muss mir mal vorstellen, wenn ich jetzt Teil der Macht noch hab. Alter, das haut drin, Junge. Oh, hier ist er, glaube ich, ja. Hier ist er, Dr. Wright. Hier. Allzu Stellung für Sie. Ein Liebesbrief oder was? Was ist denn das? Ein Brief für mich? Das ist ja toll. Was steht drinne? Und sieh doch mal. Mit einem Foto. Peach? Okay. Nächste Mario Easter Egg hier. Das, die schickt Foto von Peach. Hm, sie ist ja so hübsch. Warte, ich muss dir irgendetwas dafür deine Mühe geben. Moment. Ja, dieser Besen ist alles, was ich habe. Wäre das in Ordnung? Puh, ja. Nein, besser als nix. Besen halten, wenn er wüsste, wie Christine wirklich aussieht. Ach komm. Liebe kennt doch keine Grenzen, also. Und jetzt müssen wir, glaube ich, zu der Oma, glaube ich. Ich glaube, den Besen muss man dieser eine Oma da geben, im Möwendorf. Links. Warte mal. Bin ich richtig, ja? Ja. Also der Oma oder der Hexe? Das weiß ich nicht. Mein Besen passt eigentlich zur Hexe, aber. Ich glaube, diese. Genau, die steht nämlich so
komisch hier rum. Oh, ein neuer Besen für mich? Ist doch bestimmt für mich, oder? Ja, ich brauche ihn eh nicht. Danke, ich gebe dir dafür den Angelhaken, den ich beim Kehren am Fluss gefunden habe. Besen gerne Angelhaken getauscht. Was wirst du mal für den Angelhaken bekommen? Ja, beim Angler so oben bringt mir da, glaube ich, nichts. So, das Einzige, was wir jetzt machen können, ist, glaube ich, hier irgendwo müssen wir hin. Hier. Und, ja, wir können ja mal schnell hingehen zur Zwergenbucht. Ich glaube, hier war auch die Stelle, wo wir tauchen müssen. Das können wir ja mal hier mal. Hier gibt es, glaube ich, eine Muschel, oder? Ja. Nächste Zaubermuschel, so. Wenn ich könnte mir schon für die Muscheln, die ich schon habe, könnte ich mir zwar schon was gönnen. Aber ich würde eigentlich erst hingehen, wenn ich alle komplett habe. So, da ist eine Statue. War ich hier drüben eigentlich schon? War ich hier drüben schon? Warum springst du denn nicht? Jetzt muss ich aber überlegen. Weiß ich auch nicht, ob ich hier schon war. Nee, kann ich auch nicht gewesen sein. Wir tauchen müssen. Da ist ein Herzteil, da ist ein Herzteil. Jo. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Schnell raus hier. Ach, doch, hier war ich schon auf der anderen Seite, glaube ich. Okay, habe ich das markiert gehabt? Ne, nur ein Teleporter habe ich ja markiert. Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Den Teleporter habe ich da nur markiert. Nee, jetzt, oh, lang, hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Hier gibt's einen Teufel. Die zweite Stelle des Teufels. Da fehlt, glaube ich, nur noch eine. Drei Stück gibt's hier. Wer stört mich denn wieder beim Schlafen? Du schon wieder, ne? Toll, vielen Dank. Jetzt wirst du noch mehr tragen. Diesmal mehr Bomben. Oh, danke dir. Einmal muss ich die Ladung noch wecken. Jetzt musst du noch mehr Zeug mit tragen. Jetzt reicht's mir langsam. Wie haben wir denn jetzt? 60 Bomben, Alter. Also die waren, glaube ich, nie da. Wo komme ich jetzt irgendwie anders raus? Nee, komme ich nicht. Muss ich hier wieder zurückschwimmen. Ich war auf jeden Fall jetzt nicht richtig. Wo komme ich denn jetzt da? Komme ich denn jetzt da am besten dahin? Ich will wenigstens noch den Schlüssel holen zum Fischmaul. Brauche ich da? Nee, da brauche ich auch den Schlüssel. Aber ich will wenigstens noch zum Fischmaul gehen. Bevor ich hier den Part beende, also. Oder müsste ich hier rüber? Oder komme ich erstmal nicht rüber? Doch, hier. Hier kommen wir rein. Und da muss ich hin. Und da ist noch ein Herzteil. Also wie viele Herzteile sind denn hier versunken? Nee. So, zu der Statue. Wie komme ich denn da hin? Ich will mal hier rüber. Wenn wir ins Fischmarkt gehen, schaue ich mir mal kurz hier um. Man hier nicht. Sag ich doch, hier könnte man doch drunter. Ja, genau. Ich glaube, hier musst du den angehaken. Den Typ hier, den Opa. Grüß dich. Oh, du hast doch die Köpfe den Angehaken in der Hand. Den solltest du mir geben. Du bekommst dafür meinen ersten Fang. Ja, kommt doch an, was es ist. Sperr deine Augen auf und sieh genau hin. Was angelst du denn Schönes? Stiefe, wetten? Ui, was ist das für ein Riesenbrocken? Eine Kette. Aus dem Angeln wurde eine Perlenkette. So ein Glück. Das ist auf jeden Fall mehr wert. So, ich möchte ja auf die Brücke da. Ach, hier. Genau. Das muss es dir, glaube ich, geben. Oh, da ist ja meine Perlenkette. Gib sie mir sofort zurück.
In dem Spiel ist es eine Perlenkette. Im Originalspiel war es nämlich ein Bikini-Oberteil, was du ja normal so holen kannst. Hier ist es, haben sie es ein bisschen abgeändert. Zu einer Perlenkette. Ich gebe dir da auch eine Schuppe von mir. Hm. Ja, komm. Versprich mir, dass du nur eine Schuppe nimmst. Aua, nur eine. Eine Meerjungfrau-Schuppe. Du hast die Nixere-Pan-Kette gegeben und dabei eine Nixen-Schuppe erhalten. Was machst du denn jetzt damit? Die Schuppe müsste irgendein Fisch hier oder so. Oder? Oh, was sagen wir, was ist denn das jetzt? So, aber jetzt. So, aber was mit der Statue ist, da komme ich da überhaupt irgendwie hin? Da, mit Endhaken. So, jetzt werden wir noch zum Fisch mal gehen. Und den können wir speichern, so. Hier müssen wir nicht tauchen. Wo fängt das Dungeon jetzt schon an? Ich glaube noch nicht, oder? So, hier hoch. Dann kommen wir da mit dem Fisch mal raus und dann kommt schon das fünfte Dungeon. Zwergenbucht. So, hier kann man eigentlich stehen bleiben. Aha. Gut. Dann machen wir. Stopp! Und beende den Part an dieser Stelle. Ein Dungeon geschafft in dieser Aufnahmesession, den zweiten. Machen wir dann im nächsten Part, glaubt, der ist auch nicht so lang. Ja, ihr seht's, man braucht ja nicht für alle Dungeons einen Schlüssel. Auch für den nächsten Dungeon, glaube ich, oder? Gut. In unser Inventar haben wir um einiges wieder aufgestockt. Es fehlt ja auch nicht mehr so viel. Bis wir die 100% erreicht haben. Doch da links fehlt noch ein bisschen was, aber naja. Darum kümmern wir uns dann im nächsten Part rum. Genauso wie das Fischmal. Und dann hoffe ich doch, dass dieser Part euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da. Ein Abo ist auch mal gern gesehen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Part von Link's Awakening wieder. Wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Oder wann auch immer das Video guckt. Und damit Retro Judy. Out.